Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Die Zuschauer erheben sich für die Nationalhymne Portugals von ihren Plätzen. Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Also auch wenn das nicht besonders originell ist, das gebe ich zu. Er kann nun mal Dinge, die kann kein anderer. Cristiano Ronaldo ist für mich das Maß aller Dinge. Ja, das stimmt. An ihm führt kein Weg vorbei. Er wird alles versuchen, um hier richtig aufzudrehen. Das Spiel ist angepfiffen. Nelson Semedo. Findet er ihn? Er findet. Cristiano Ronaldo. Gute Chance hier zu flanken. Nelson Semedo. Und er schießt. Überragende Aktion. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Der kommt weit nach vorne. Ruben Neves klaut da ganz geschickt den Ball. Bernardo Silva. Nelson Semedo. Noch immer hat der Ball nicht den Weg in eines der Tore gefunden. Spielt ihn lang. Rafael Guerreiro. Die Tor! Tor! Portugal geht somit in Führung. Das ist Tiki-Taka in Reinform. Das ist ein Tor, wie man es schöner nicht herausspielen kann. Portugal geht in Führung 1:0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Guerreiro. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Ich muss schon sagen, die erste Hälfte. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Starker Pass und
Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Jetzt ist Übersicht gefragt. Und da ist der Pass und die Möglichkeit. Jetzt ist was möglich. Der Unparteiische bitte zur Pause. Die Zuschauer sind mit dem Klassenspiel ihrer Mannschaft hochzufrieden. Mit dieser Leistung kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel passieren. Sie liegen mit einem Tor vorn. Wir können also gespannt sein, was die zweite Hälfte noch für uns bereithält. Alles ist wieder bereit. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie daraus machen. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Er weiß es doch selbst, dass ihm der Schiedsrichter die gelbe Karte zeigen muss. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Portugal liegt immer noch ganz eng mit einem Tor vorn. Alles klar, Einwurf. Das ist Christian. Nutze die Chance. So knapp. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen, dann machen Sie ihn irgendwann rein. William Carvalho ist körperlich einfach unterlegen. Tempo Gegenstoß. Cristiano Ronaldo. Ein klasse Zuspiel. Jetzt könnte was gehen. Was für ein Solo. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Cristiano Ronaldo. Das hätte das 2:0 sein müssen. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Die Uhr tickt gnadenlos, da gibt's keine Zeit mehr für irgendwelche Tricksereien. Anders geht's nicht, vorne war keiner anspielbar. Und das war's, der Referee pfeift die Partie ab. Das war wirklich eine ganz, ganz enge Partie, aber eben genau dieses eine Tor hat gereicht, um sich durchzusetzen. Sie haben vielleicht nicht schön gespielt, aber sie haben trotzdem verdient gewonnen. Danke, Hansi, dass du am heutigen Nachmittag mal wieder an meiner Seite warst. Auf bald! Danke, dass ich hier sein durfte.